Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Eagles-Profi Malcolm Jenkins hat beim Abspielen der Nationalhymne seine Faust gehoben. Urheberrecht Getty Images. Vor den ersten Testspielen der NFL Preseason protestieren viele Spieler beim Abspielen der Nationalhymne. Eagles-Star Malcolm Jenkins erhebt seine Faust. In der NFL hat die Preseason begonnen und damit auch die Frage, wie sich jeder Spieler beim Abspielen der Nationalhymne verhält. Die ursprünglich angekündigte Bestrafung beim Knien oder sonstigen Protesthandlungen wird aktuell ausgesetzt. Spielplan der NFL-Saison 2018-19. Beim ersten Testspiel der neuen Saison haben nun diverse Spieler mit Protestaktionen erneut für Aufsehen gesorgt. Malcolm Jenkins und Devante Bausby vom amtierenden Super Bowl-Sieger Philadelphia Eagles haben vor dem Spiel gegen die Pittsburgh Steelers die rechte Faust gehoben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Plattform so gut wie möglich nutzen, sagte Jenkins, der darauf wartet, dass sich die Liga im Hymnenstreit mit der Spielergewerkschaft einigt. Gespräche ohne Ergebnis. Erste Gespräche waren zuletzt ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten kündigten weitere Verhandlungen an, nachdem sich Liga- und Spielervertreter bereits zuvor auf die vorläufige Aussetzung einer im Frühjahr von den Besitzern der 32 Teams beschlossenen Kompromisslösung verständigt hatten. Doch nicht nur die Eagles-Profis haben ihrem Protest Ausdruck verliehen, bei den Miami Dolphins reckte Robert Quinn ebenfalls seine Faust nach oben, seine Teamkollegen Kenny Stills und Albert Wilson knieten während der Hymne. Twitter.com/Kaepernick7-Status-1027726100636553216 bleibt stark, Brüder, schrieb der frühere NFL-Quarterback Colin Kaepernick in den sozialen Netzwerken. Der 30-Jährige hatte die Spielerproteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern in den USA vor 2 Jahren ausgelöst. Auch bei der Partie Jaguars vs. Saints wurde protestiert. 4 Jaguars-Profis, darunter Running Back Leonard Fournette und Cornerback Jalen Ramsey, befanden sich während der Hymne nicht auf dem Feld. Knien soll bestraft werden. Demnach sollte das Knien von Spielern während der US-Hymne bestraft, kritischen Profis aber der Aufenthalt in der Kabine während der Eröffnungszeremonien erlaubt werden. Diese Regelung war zuletzt außer bei der Spielergewerkschaft auch im Lager der Teams auf Kritik gestoßen. US-Präsident Donald Trump, der im Vorjahr niederkniende Spieler für ihren Protest gegen Rassismus, soziale Ungerechtigkeit und Polizeigewalt wüst beschimpft und damit für eine Eskalation der Debatte gesorgt hatte, war ebenfalls nicht einverstanden. Trump forderte anstelle der dummen Lösung die Suspendierung von Protestlern ohne Gehaltsfortzahlung. Von Sportinformationsdienst Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.